Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ziel der heutigen Folge dieser Akademie. Und eventuell mal dieses Gebäude, ja. Wo ich das letzte Mal studieren wollte. Jetzt ist rot unten. Oh. Nein, wir machen gut Schaden. Wir haben jetzt 800 Leben. Endlich mal. Ob das reicht, ist die andere Sache. Im Endeffekt reicht es nie. Ah. Also entweder hier begegnen wir mal den großen Boss wieder, Storyboss. Oder halt passiert auch was anderes. Aua, 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 aua. Ich bin Magier. Erst die Gefahr. Aua. Also ich bin im Magier sind die größere Gefahr als die Typen. Magie kann man deutlich schlechter ausweichen. Im Deutschen ist es selber blockieren, blocken. Will. Das ist gut. Und diese rissen sich so im Arsch aus. Okay. Bei der Runde wurde nur der Tod auf mich. Ich brauche 3 Hits für euch. 3. Nein! Nein. So, endlich mal. Mein Vertrauen ist in den Boden nicht. Aua! Nix mit Tarnung. Ist viel.
Gott, ich will. But why? Aber schon vor euch Mist gerne, ne? Oh. Das ist gut. Was ist beschlungen, Flo? 67. Ja, und die Aschenmarionetten sind echt gut. Wenn die Feuer, dann flohen die richtig los. Oh, jetzt ein bisschen größer. Auch beschwören, warum darf ich das beschwören? Aua! Hey, 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 nein! Au! Aua! Hey, hey, fick dir mal kurz aufhören! Nein, 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 nein! Oh, jetzt will ich leben, ist gut. Jetzt los, boah. Genau, bitte schön. Ich habe jetzt Lebensregeneration. Wie viel Leben regeneriere ich jetzt immer noch? Nichts. Aber, regeneriere bei LP und los langsam über LP. Verlust. So langsam ist. Hey, und gleich ist auch noch so ganz zu dir. Schnell rollen. Und. Alte bessere Panzerung als vorher. Was will man? Ja. Heilkrieger. Ah, nee, ich bin gerade ganz so. Aber wie habe ich hier irgendwie kleine Frame-Einbrüche? Warum? Ah, Hund! Jetzt mag es wohl noch gehen, aber. Okay, ich muss höchstwahrscheinlich hier drauf, weil das Porsche ist.
So, ich habe ja schon mal besiegt, ne? Und zumindest bist du nicht allzu stark. Ich hatte jetzt nicht so viel unterwegs, aber was soll's. Hopp. So, die Frage ist nur, wann muss ich abspringen? Ich würde sagen, jetzt. So in den Tod kicken. Die Jut hätte mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber Tod ist tot. Oh, da oben ist immer ein Item. Hier komme ich nicht hin, also muss ich bis wahrscheinlich von außen irgendwie. Reinschätzungsweise, wie das Leuchtfeuer ist, kann ich getrost den Weg erstmal gehen, weil das bloß ein Alternativweg ist, der um eine Sackgasse führt. So Loot. Und dort muss ich von außen lang springen. Das ist das auch noch ein bisschen weiter weg. Jetzt fülle ich erst wieder alles auf und dann geht's weiter. Oh nee, Magio. In der Akademie. Nobody will notice. Okay, einer kriegt's mit. Doch, ist das Item. Ich hab's mir gewusst. Dieser Roboter ist der Eingang gestunken. So, wenn jetzt müsste ich hier runterspringen. Zielgeheimgang? Nein. Ist hier einer? Nö. Dann hier lang. Ohne voilà. Ich habe die Krone. Erhöht Weisheit auf Kosten der LP, sag mal, bist du bescheuert? Nein, danke. Eh schon zu wenig Leben. Also Leben ist gerade das Einzige, was ich sage, das muss ich definitiv skillen, sonst wäre es aber bei der Geschicklichkeit. Okay, einen kann ich töten.
Die anderen kriegen's mit. Oh, ich seh das wieder. Wenn du mich angreifen musst. Das ist ein Top. Ich dachte, der hätte ein bisschen mehr aus als bloß ein Backstab. Okay, wenn ich hier höher kann, dann ist die Tür verschlossen. Hm, easy. War ja leicht zu erraten. Wo sind die nächsten Gegner? Ein fucking Boss. Schon mal besiegt, du Hexwolf. Und. Sinn! Das ist der Kampf mit dem von Sinn gewesen. Bogenschützen! Die Wachen, die wollen Stress, ne? Danke, Marionetten. Ihr habt mir ganz sehr geholfen. Na, 1400 brauchen wir noch. Das ist sieben Stück hier kommen. Also alle drei Level bekomme ich 100 Leben. Wow. Gut, besser als nichts. Ich möchte ja gerne upgraden, meinen Marionetten. Das ist gut. Die machen jetzt richtig Hardcore-Terror. Glenntopper ist ja kein Problem. Oh. Ich glaube, das ist so ein großer Dungeon, wo es natürlich heißt, okay, hier gibt es eine große Seele. Das ist ein großer Wut. Aua. Au! Au!
Tor den Magiern. Ist hier eine unscheinbare Wand? Nö. Eine Streifmesser. Geht noch. Eben wird oben weitergehen. Ich möchte erstmal wissen, was es hier unten alles gibt. Aber drei dann. Nee, Leute, ihr könnt doch nicht jetzt mit meiner Ausdauer oder Leben fressen, das seht ihr nicht. Riesenkrabbe! Das war knapp. So was haben wir schon mal besiegt, ja. Oh nein! Heilige Scheiße! Eisern wir irgendwo Style hier. Ich denke gerade, du musst am Leben bleiben. Aber du nicht! Der Rest auch. Nein, schon wieder. Okay, theoretisch könnte ich von hier aus auf die Brücke kommen. Theoretisch. Dann wäre ich zumindest schon mal da oben. Ansonsten muss ich ja den Weg da gehen. Da können wir zumindest einen Shortcut frei machen. Oh, Schnitt! Fuck. Scheiße, das wollt ihr noch nicht. Panik! Einfach das Panik-Act. Okay, das heißt, es gibt echt mehrere Wege jetzt.
Ich werde eh jeden Weg abchecken. Dürfen wir mal abgesehen. War die eiserne Jungfrau einmalig? Ich hoffe mal ja. So schnell die Ruhe holen. Ich will euch was Besseres einfallen lassen. Oh. Okay, wie war's mit dem Teleporter? Do you possess any celestial dew? Then I would like to share my knowledge with you concerning the miracle of this Church of Vows. Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Runala, the Order of the Erdtree, and the fate of the moon. This miracle blesses and so you to restore any bond. Okay. Jetzt bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Das andere ist wahrscheinlich ein Shortcut. Aber das wäre dieser Teleporter halt mal. Weil die Scheiße geritten hat, kann man, würde ich sagen. Hätte ich es nicht erwartet. Ist jetzt der Teleporter, wo ich sitze? Wow. Debattenraum? Schulklasse? Debatte dann, oder? Hätte ich mal vorher nachgeguckt. Genau hier. Also ich schätze mal, da kann man bloß einen Weg, anderen Weg gehen. Es sind ja zwei Wege aktuell. Okay, der eine ist an der Jungfrau, kommt wieder. Ist das nicht so wie wild? Sollte man das tun? Aua! Das ist nicht. Oh, ein Item. Das ist hinten noch der Weg über die Felsen oder Steinrollen, die darf ich nicht vergessen. Ich werde versuchen, das Gebiet in einer Folge durchzuziehen. Au! Au!
Oh, do it! Aua! Fuck you! Ihr braucht mir, dass ich gerne Hochmesser Eisen scheiß auf bin da aktuell. Ich hab grad richtig großen Trauer. Wie jetzt? Das war's? Nee. Na. Okay. Das ist ein sehr interessanter Weg, der gehen kann. Das hat mich schon in einen Schluss total verwirrt, dass wir da so überall hinspringen können. Aber das Spiel auch wirklich darauf aufbaut, dass du diese Sprungfähigkeit jetzt so intensiv nutzt. Cool. Auch wenn es dadurch einfach extrem viele Wege gibt, die man erkunden kann. Denkt man dran. So, jetzt renne ich über die Brücke einfach bis durch. Die werden die nochmal challengen. Es muss wie wir sind. Ja, weil von denen sie schön Interesse an mich. Irgendwann. Dachte, oh, voll durch die Nase. Eine Sackgasse. Magischer Schwertschlüssel, das ist gut. Kann ich nicht mal das eine Gebiet weitermachen. So, einen von den Teleportern wieder öffnen. Oh. Sehr weit runter. Dann lass ich's. Ne, erstmal hier runter, danach gehe ich unten wieder hoch. Den anderen Weg erkunden. Wow, jetzt ist er überhaupt nicht gelohnt.
Jetzt müsste ich hier hinspringen. Ich hätte hier schnell diesen Typi. Guck mich kurz hier oben hin, um meine Wege abzuwägen. Direkt dort, wo ich angefangen habe. Interesting. So, der ist auch weg. Aua. Bis wieder. Na ganz auch mal gerade nur mit Magier fett. Okay, theoretisch müsste ich da drauf springen mit seinem Item. Aber hier unten habe ich letztendlich die Möglichkeit auf was anderem. Und ich bin noch nicht die genug. So, jetzt hier. Ah! So knapp. Jetzt die dafür. Ich dachte, er macht mehr Palaver. Was macht der neue Helm jetzt? Erhöht Weisheit auf Kosten der LP und Ausdauer. Ja, leckt mich am Arsch. Ich meine, das Magier wäre mir doch scheiße. Ja, aber ich bin kein Magier. Jetzt ist die Frage, kommt noch irgendwie noch einmal darüber. Nee. Das heißt jetzt, ich gehe wieder zum Forum der Debatte. Lauf jetzt den ganzen Weg nochmal, nur um statt einmal. Ganz runter zu springen, aufs Grund durch zu springen. Wahnsinn, oder? Der Aufwand für ein einzelnes Item. Oh, warte, dann ist es nicht mal ein gutes Item, dann ist es sowas wie Magierfett oder was anderes. So ein Item, was du überhaupt nicht brauchst. Ach, ein Schnee. Was du das hier auch nicht. Das ist Magier. Einerseits der Laufweg, den man hier gehen kann, ist mega cool gemacht. Ich feiere das. Aber dann hätte ich wenigstens sagen können, okay, ich mache euch da meinen Checkpoint hin, damit ihr normal die ganze Scheiße machen müsst. Andererseits ist es ein Spiel von From Software. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Also ich gehe ja sehr zwiegespalten ran.
Einerseits ist sie genau das, was sie haben will, andererseits, ja, eigentlich nicht mehr. Hey, 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 lass mich in Ruhe. Fuck, ey. Blut. Okay. Okay, es gibt zwei Gegenstände, die ich hier holen müsste. Dann werde ich mich der Foto mit Feuerbogen hinstellen, damit ich dann alle Ruhe nachdenken kann. Weil wenn ich dieses kleine Mistvieh nicht am Anfang so schnell wie möglich töte, werden die Handschnitzel bewegen. Und Pfeile habe ich ja mehr als genug. Vor allem hätte ich gerne den Huden wieder. Das war doch schon eine Menge. Jetzt natürlich die Küche, ohne ein bisschen Schaden zu nehmen. Und jetzt auf einmal hier, bei zwei Heldränke für die. So, ich weiß ja, welche von euch die Küche sind, ne? Du bist eh noch. So, man muss bloß noch ein bisschen den Anfall weg haben. So, ohne ein bisschen Schaden zu nehmen, hat es mir geklappt. So, ich bin ja hier hingesprungen und da musste ich feststellen, dass der Weg doch ein bisschen zu lang ist. Wenn ich aber Timing richtig setze und ein bisschen zu schräg springe, reicht's. Ich krieg jetzt auch runter, du Mistvieh. Ah, nicht runterlaufen. Springen. Nein, 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 nein. Puh. Hätte es auch in die Hose sehen können.
So, wenn wir das dann endlich abgeschlossen haben, den Weg. Hier hören wir jetzt hier das Item, was auf dem Turmdorf ist. Und danach das Item, was in der Kathedrale ist. Dann machen wir uns zur Steinkugel. Und gucken, was es da noch so gibt. Oh, mit Ruhe. Vollmondarmbrust. Wie? Oh. Es sind einfach ein paar Momente, die einfach bloß so herzpackt sind. Scheiße, hätte ich hier rinspringen sollen. Ja, okay. Hätte jetzt auch ein Item gesehen, weil jetzt den ich nur rinspringen, aber ohne Item. Ohne einen speziellen Grund, nö. Schlüssel für die Akademie gefunden. Heißt das, ich hätte den ja nicht gebraucht? Heißt es, hätte jetzt noch einen anderen Weg gegeben oder brauche ich das für einen anderen Geheimweg? Mich ein und dieselben Items. Wird identisch. 25.000 kriegen wir erst das nächste Level ab. So, dann müssen wir uns jetzt an der Kugel vorbei machen. Ich hoffe aber ehrlich mal, dass wir nach der Akademie nicht mal die Geister upgraden können. Also die Beschwörungen. Das ist echt mal notwendig. Aua. Alles klar, Mike. Lässt sich mal dieses Netz nicht öffnen? Okay, nur wir beide Ritter. Nein! Scheiße! Parryen können ist echt also. Nein. Ah. Nein. Endlich. Boah. Ich wollte dich ja leben lassen. Wenn ihr aber kämpfen wollt.
Jetzt habe ich zumindest einen Shortcut. Der beschissene Shortcut, aber ist ein Shortcut. Wir haben hier eine Leiter. Das ist die Frage, was haben wir hier? Aufzug. Dann gewinnt erstmal die Leiter. Ich glaube, was mich erwartet, den darf man gerade keine Fehler erlauben. Ein Heiltrank ist echt zu wenig. Ey, Scheiße. Dieses Mistvieh. Fuck. Okay, der sicherste Weg wäre an der Kugel vorbei. Der schnellste Weg wäre aber an dem Magier vorbei. Weil beide Wege scheiße sind. Einmal kann ich die Kugel zerficken mit zwei Hits. Hier werden die schon ganz schnell leben lassen bei den Magiern. Seht's, wenn ich hier google. Ist auch geklaut, dass hier oben noch ein Geheimgang ist, oder? Mal einfach mal rum zu schlagen. Ist das Gabriels ein Item? Nee. Okay. Dann halt zum Fahrstuhl. Gucken, was wir jetzt hier oben erwartet. Kein Leuchtfeuer zumindest.
Das ist ein Boss, oder? Oh ja. Was zur Hölle? Hush, little Culver. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Okay. Diener holen und Attacke. Das bestimmt noch nicht alles, oder? Oh, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever and ever. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Word far and wide. Of the last queen of Caria, Granala of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. Okay, Phase 2. Muss ich bloß auf sie konzentrieren. Erster Versuch. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty. Okay, erstmal upgraden.
eh noch irgendeinen Scheiß passiert. Where did he flee, my sweetings? Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? Okay, ich kann den mal aussehen ändern. Okay, hier ist verschlossen. Ich bin jetzt alle, hätte ich meine Bogenschütze nicht beschworen, wäre der Kampf wahrscheinlich noch ganz anders aussehen. Aber die waren echt der Burner. Die waren richtig gut. Die waren gerade am Casten und bam. Denkst du? Theoretisch könnten wir jetzt dorthin gehen, aber das ist ja das selbe Symbol wie bei Demio. Dass wir wahrscheinlich jetzt endlich den Turm erklimmen können. Noch nicht. Ich weiß es nicht. Das war's doch nicht. Ich bin da jetzt durch mit dem Gebiet. Ich werde jetzt mal so ein Video gut machen. Ich weiß ja, wie ich geskillt bin. Dass er jetzt meine alles, was auf Magie ging, einfach wegmache. Oh, ja ähnlich. Also 28 Kraft, 30 Kondition, 30 Geschick, 28, 30. Ah, down. Now. Bear this sweeting into life anew. Einfach teilen. Ihr müsst alle schon wieder nicht unter euren Status verteilen haben, die durch den Ocean zu befinden. Ich möchte jetzt mal... Ich müsste jetzt irgendwo noch so ein Item bei mir noch ein bisschen... Die Frage ist auch, kann ich das einfach schon einsetzen oder muss ich da erstmal noch... Wollte ich diesen komischen Turm erklimmen. Okay, ich muss da hin. Aber mir fehlt das Siegel. Dass es hier drin ist und ich muss sie dafür töten. Aber eventuell kann ich ja jetzt dort drin gehen, weil ich ja Rena befreit habe. Oder?
Ich weiß es halt nicht. Der Tor ist immer noch verschlossen. Sie auch nicht töten. Ja, da könnte ich im Notfall nochmal neu skillen. Ich kann jetzt so oben, weil ich ja den Weg da weiter gefolgt habe, weil ich jetzt Dingens bin. Ich weiß es nicht. Das kotzt mich an, wenn ich es weiß. Oder? Ich hätte auf jeden Fall gerne mal die andere Rune. Also ist halt der Weg dort drin, aber was hat sie gesagt? Die zweite Hälfte. Ist noch groß Turm. Endlich ja hier das Ding. Nicht, dass sie erst mit ihr hätte reden müssen und dann dahin gehen muss und jetzt einen Gegner treffe, der es droppt. Ich meine, das war ja irgendwie auch möglich, ne? Ich habe halt das Gebiet nicht 100%, also ich habe das Gebiet zu einem guten Kunde, aber. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da noch was ist. Versteckt ist irgendwo. Deine Ecke war nisch. Licht dann hier. Hier in der Ecke war auch nicht. Dort scheint bloß das Tor zu laufen. Ich habe schon die eine Hälfte von dem, was ich brauche. Vielleicht droppt das auch einfach irgendeiner hier.
Hey, noch einmal oben drauf komplett und da gucken. Da noch was sehe. Leiter hier. Ist einfach nirgendwo was. Sieht ja so komisch aus, wie so eine Druckplatte. Wenn man die richtig Feuerbogen aussetzen könnte. Komisch aus, ob man irgendwie die Luke hat, wo man runterkommen kann, runtergehen kann. Und ohne riesengroße Wendeltreppe. Heißt, dieser Ort hat irgendein Geheimnis. Eine geheime Ebene oder sonst irgendwas in der Art. Was ich jetzt so ein bisschen kurios finde, ist es hier. Wesen gerade. Das Wasser ist wahrscheinlich tödlich. Stimmen kann ja nicht, ne? Okay. Thank you.
Wow. Wenn ich jetzt knapp 20.000 sehe, das wäre auch. Das scheiße, wie das im Video sind würde. Gut. Himmelskugel, die an Nachwelt, weil die Weisheit des Mondes und der Sterne. Also Nacht, oder? Ist der Weg jetzt nach oben jetzt offen, weil es Nacht ist. Nö. Steh nicht. Jetzt ein Item. So, ich habe die Albino-Frau getroffen. So, sie meinte an der Spitze des Turmes. Das könnte genauso gut auch das Ding hier sein. Wobei ich auch eher davon ausgehe, dass es hier ist, aber. Muss ich sie dafür töten? Ah, is it thy wish? Be not. Ja, Problem ist, ich kann sie nicht erschlagen. Aber jetzt am Anfang bin ich doch hier den Typen begegnet. Vielleicht kann der mir jetzt auch was sagen und Infos geben, womit ich dann den Schluss aufkriege oder sonst was. Oh, wie bezweifle ich es ein bisschen. Back to learn another. Wonderful. Yum. Are you certain you're willing to give your Glintstone key to me? My, oh my. Thank you. Thank you dearly. Now I can go back to the Academy to resume my study of Glintstone sorceries. And the very...
Back to learn another? Why, of course. Thank you, dear. With your blessing, I will perhaps one day, who knows, I may be a decorated. Back to learn another? Why, of course. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most boy followed her at school. Selen was accused of unthinkable. I still don't believe illustrious. Okay. Frag mich auch über Dive und so. Jetzt immer zu ihr, vielleicht habe ich jetzt die Möglichkeit. Ah, is it thy wish? Be not, I would. Das ist Bullshit. Ich habe hier irgendwas übersehen. Nee, was ich hat sie gesagt, großer Aufzug? Das ist doch da hinten. Aber gut, das werden wir in der nächsten Folge machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.